Okay, willkommen zurück. Ich habe die Zeit genutzt und mal schnell in die Anlage, ach in die Anlage, in die Anleitung geguckt und mir die Funkfrequenz rausgesucht, die da drin stand, und das war 140.82. Oh. Ah, ich sehe, du hast meinen Code rausbekommen. Das ist Dr. Petrovic Marv. Wo ist Dr. Marv? Es ist schon eine Weile her, nicht wahr? Solid Snake. Dr. Drago Petrovic Martner. Wie hast du? Marv und ich kennen uns von der Prager Akademie. Wir sprechen zwar nicht die Sprache des anderen, wir sind irgendwie Kameraden im Geiste der Wissenschaft. Hm? So Kameraden wie Dr. Light und Dr. Wiley? Ich wurde zusammen mit Marv gefangen genommen, während wir in Amerika waren. Wo ist Dr. Marv? Er ist von hier ins Turmgebäude verlegt worden, vor ein paar Tagen. Das ist ein großes Gebäude, ein paar Kilometer nördlich von hier. Ah, großartig. Ich habe auch immer so ein Glück. Verdammt, ich bin schon wieder zu spät gekommen. Marv ist also in dem Turmgebäude? Das hat er auch gerade gesagt. Snake, kannst du dir denken, wieso sie mich am Leben gelassen haben? Ja. Wahrscheinlich, weil du irgendwas herstellen solltest. Sie müssen dich noch für irgendetwas brauchen. Und das bedeutet... Ja. Metal Gear! Snake is here! In Zanzibar Land! Oh my god, Metal Gear! Sie haben bereits einen neuen Metal Gear fertiggestellt. Der, den du vor 3 Jahren zerstört hast, war nur ein Prototyp. Der neue verbesserte Metal Gear ist sehr viel stärker. Sie arbeiten auch an einer leichten Version für die Massenproduktion. Ja? Eine Slim-Variante. Ne? Dann war es Metal Gear, der die Entsorgungsstätten für Atomwaffen angegriffen hat. Korrekt. Metal Gear ist ein mit Atomwaffen ausgestatteter laufender Panzer. Seine wahre Stärke zeigt sich erst dann, wenn er mit Atomwaffen ausgerüstet ist. Heiliger Scheiß. Das Land Zanzibar ist nun das einzige Land mit Atomwaffen auf der Welt. Und nun haben sie ihr Augenmerk auf Eulix gerichtet. Einer Wunderenergiequelle. Das ist mal ein Wort, ne? Snake, nun da du alles weißt, kannst du dir vielleicht ausmalen, wer hinter all dem steckt. Trommelwirbel. Big Boss! Snake, du musst loslassen, mein Sohn. Genau der. Mit Metal Gear und Eulix plant er, die Welt zu beherrschen. Wir dürfen nicht das Geheimnis von Eulix in seine... oh, verdammt. In seine Hände fallen lassen. Die Wissenschaft ist nicht dazu gedacht, um nur zum Töten gebraucht zu werden. Marv hat einen starken Willen. Aber sein Herz ist leider schwach, ne? Wenn ich mich noch recht erinnere. Ja, sein Herz ist schwach. Wir müssen uns beeilen. Ja, er wurde leider nie im Gegenteil dazu trainiert, Folter auszuhalten. Ich weiß nicht, wie lange er die Folter noch standhalten kann. Wenn sie bei ihm Drogen benutzen, dann wird er nicht lange standhalten. The drugs took care of everything. Marv und ich tragen beide Minisender in unseren Körpern. Igitt. Sie wurden uns von einem weiblichen Agenten des STB gegeben. Du könntest Kontakt mit ihr aufnehmen, wenn du ihre Frequenz hast. Martner, was wirst du tun? Die Mauer zwischen uns wurde aus Hobharm-Panzerung gemacht. Du kannst durch Sprengung keinen Weg machen. Lass mich einfach hier zurück und rette Marv, Snake. In Ordnung, ich werde später zurückkommen und dich hier rausholen. Snake. Meine Tochter Ellen ist ein Fan von dir. Sie ist noch nicht verheiratet und ich befürchte, dass ich... Oh, übrigens, ich habe einen Zoologenfreund, Johann Jacobson. Er lebt hier irgendwo in der Nähe.
Du kannst ihn auf der Frequenz 140.40 erreichen. Ja, interessant, aber hättest du mir nicht besser die Frequenz von der Agentin geben können? Er kann dir alles sagen, was du über Tiere wissen willst. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass du zur Hochzeit deiner Tochter wieder zu Hause bist. Vielen Dank, Snake. Okay. 140.40 war der Kollege hier. Ups. Boah. Warum alles in der Welt benutzt Foxhound Tiernamen als Codenamen? Wer hatte die Idee, dass Tiere so kriegerisch sind? Menschen, die sind es. Ich verstehe es einfach nicht. Ende und aus. Ja, interessant. So, fragen wir mal kurz den Colonel. Wir probieren was, dann ruf mal McDonald Miller an. Er war einmal unser Ausbilder für Überlebenstechniken. Bla 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 bla, das hatten wir auch schon mal irgendwie. Egal, gehen wir weiter. Jo, wenigstens haben wir jetzt diesen Dschungel-Irrgarten auf unserem Radar hier und müssen nicht mehr dem grün behuteten, bemützten Kollegen folgen. Allerdings weiß ich jetzt schon gar nicht mehr genau, wo ich hin muss. Oh. Snake, pass auf. Du bist in einem Minenfeld. Kommt mir irgendwie bekannt vor, oder? Wer bist du? Mein Name ist Darth Vader. Ich bin dein allergrößter Fan. Mach weiter so mit deiner guten Arbeit. Kennt man doch irgendwie aus einem anderen Metal Gear Spiel, oder? Naja, ich sacke erstmal hier die Minen ein. Ohne Minendetektor ist es. Entschuldigung, ich musste gerade gehen. ohne Minendetektor ist es nicht gerade ungefährlich, hier lang zu gehen. Und da oben scheinen ein paar Wachen zu sein. Was ist denn nun schon hier? Dieser singende Sand ist aus dem fernen Okinawa, Japan, importiert worden. Singender Sand. Er quietscht, wenn du auf ihm läufst. Das Geräusch verrät deine Position, also sei vorsichtig. Man sieht sich. Ui, das ist nicht gut. Oh, oh. Ja. Genau das ist das Problem. Denn die Soldaten hier drehen sich dann wie bekloppt im Kreis, anstatt ihrer Wachroute entlang zu gehen. Na komm schon. Komm zu Papa. Komm zu... Großartig. Okay, dann eben so. Ja, super. Ich war doch hinter dem LKW. Wie konnte der Kerl mich sehen? Gut, das wird mir auch nichts bringen. Der Alarmzähler wird nicht eingeblendet. Lalalala. Ach, Scheiße. Okay, das sollte genügen. Vergeht ja echt mal kaum eine Folge im Moment, wo ich nicht entdeckt werde. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass es hier nicht sehr einfach ist, unentdeckt zu bleiben. So. Okay, ich glaube, dass ich hier noch gar nicht hin müsste. Denn wenn ich mich noch recht erinnere, wartet dort etwas weiter oben noch ein... großer, aus Metall bestehender Freund, dem wir jetzt noch nicht entgegentreten sollten. Okay, das war ein Kind. Kriegsweise. Sie haben uns gesagt, es sei ein Sumpf ohne Untergrund und es sei zu gefährlich, darüber zu kommen. Ich habe einen großen Laster hier durchfahren sehen. Du glaubst mir doch.
Natürlich, ich glaube einem Kind, was einen großen Laster durch den Sumpf fahren sieht. So, ja, dieser Sumpf, Muss man sich langsam vorantasten.